Wir haben uns heute getroffen und ich habe die beiden Vertreter eingeladen, um über das Thema von Flucht und Vertreibung und Migration insgesamt zu sprechen, aber auch mit dem Schwerpunkt auch Mittelmeer und Migration und Flüchtlinge aus Libyen in Richtung Europa. Und dies ist ganz besonders wichtig in der Kombination mit der europäischen Aktivität, nämlich einerseits der Rettung von Flüchtlingen, aber in der Operation Sophia auch in der zweiten Phase der Ausbildung der libyschen Küstenwache. Und diese Ausbildung der libyschen Küstenwache führt dazu, dass auch Flüchtlinge oder Migranten aufgegriffen werden in den Territorialgewässern Libyens, die dann dazu führen, dass diese Menschen zurückgebracht werden in staatliche Zentren. Und wir haben zu gewährleisten, dass diese Zentren auch in einem humanitären Standard arbeiten, dass wir sagen können, dass den grundlegenden Menschenrechten dort entsprochen werden kann. Und genau dafür sorgen diese beiden Organisationen. Ich habe den beiden Organisationen in Aussicht gestellt, dass wir unser bisheriges Engagement erhöhen können, finanzielles Engagement, sowohl für das Programm, was der UNHCR aufgelegt hat, als auch was die Internationale Organisation für Migration macht, die ihre Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstocken wird. Und wenn eine permanente Anwesenheit in Libyen wieder möglich sein wird, werden die Kosten natürlich durch die Sicherheitsanforderungen noch einmal steigern. Und so könnten wir gemeinsam für beide Organisationen bis zu 50 Millionen Euro sicherlich in diesem Jahr zur Verfügung stellen. Wir bleiben hierüber im Gespräch. Wir werden das sehr gut austarieren, aber am Geld darf diese Arbeit nicht scheitern. Das ist das, was ich heute gesagt habe. Natürlich ist Deutschland nicht allein verantwortlich. Wir dürfen uns nicht nur auf Libyen konzentrieren, sondern wir müssen in allen Ländern, die auf der Transitroute liegen, bis zu den Herkunftsstaaten hin kooperieren, arbeiten. Und das macht auch die Komplikation aus. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil unter extrem schwierigen Sicherheitsbedingungen wertvolle Arbeit leisten. Und danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Gestatten Sie mir, noch einige Punkte anzumerken. Erstens, und das wurde ja schon gesagt, man spricht ja häufig von Migrantenströmen über die zentrale Mittelmeerroute. Und obwohl viele der Menschen, die auf der Flucht sind, Wirtschaftsflüchtlinge sind, gibt es doch einen erheblichen Anteil von Flüchtlingen, die internationalen Schutz benötigen. Wir gehen davon aus, dass das 20 bis 30% der Gesamtzahl sind, vielleicht sogar noch etwas mehr. Aber es ist doch ein beträchtlicher Anteil, auch eben weil so viele Menschen fliehen. Zweitens, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, ist sehr wichtig. Wir wollen uns konzentrieren auf Libyen. Wir wollen uns darauf konzentrieren, dass die Menschen nicht auf hoher See ihr Leben verlieren. Aber wir müssen das auch umfassender betrachten. Diese Ströme beginnen in entfernten Ländern, die häufig in Konflikten begriffen sind, über Länder, die diese Flüchtlinge aufnehmen, wie zum Beispiel Äthiopien, die aber noch weitere Unterstützung brauchen. Und dann müssen wir natürlich auch die Transitländer wie Niger, Tschad oder Burkina Faso oder andere westafrikanische Länder entsprechend unterstützen. Dann vielleicht noch kurz zu Libyen. Ich freue mich, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, dass es wichtig ist, auch bedürftigen Libyen zu helfen, vor allen Dingen denjenigen, die vertrieben sind. Wir gehen davon aus, dass mehr als 200.000 Menschen vertrieben sind und weitere 200.000 sind vor kurzem erst wieder zurückgekehrt und brauchen Unterstützung. Diese Unterstützung reicht bisher nicht aus. Da müssen wir mehr tun. Vor einigen Tagen hatten wir zum ersten Mal auf einem der Schiffe, die in Italien ankamen, 14 Libyer. Das mag ein Zufall sein, aber wenn das zu einem Trend wird, dann müssen wir da aufpassen. Dann bedeutet das nämlich, dass die Leute das Land verlassen aufgrund der Lage in Libyen. Wir werden natürlich auch diese Operationen fortführen, die wir schon eingeleitet haben. Und mit dieser zusätzlichen Unterstützung können wir noch mehr tun. Die Europäische Union diskutiert im Augenblick darüber, wie viele Flüchtlinge sie im nächsten Jahr umsiedeln möchte. Wir schlagen vor,
von der jetzigen Zahl von weniger als 20.000 pro Jahr auf 40.000 pro Jahr zu gehen, also die Zahl zu verdoppeln, insbesondere aus Gebieten, die schutzbedürftig sind, also Syrien und die Region in der Nähe, dann auch Länder, die viele Flüchtlinge aufgenommen haben, aber auch Transitländer. Wir schlagen also vor 40.000 für die gesamte EU.